Das Innovative an unserem Produkt ist ja, dass wir praktisch das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine sind. Die Innovation ist, dass wir einen Technologiesprung gemacht haben. Das heißt, die Messtechnik selber, die war schon vorhanden. Aber die jetzt in diesen Anwendungsfällen einzusetzen, das ist das komplett Neue. Hintergrund von der Technologie ist Poka-Yoke. Das ist eine Fehlervermeidungsstrategie aus Japan. Die heißt, ich versuche eben Fehler schon während oder vor einer Montage zu verhindern und versuche nicht, die Qualität am Ende rauszuprüfen. Das heißt auch, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin werden in einem Montageprozess begleitet und assistiert und nicht kontrolliert oder überwacht. Also wenn Sie ehrlich rechnen, welche Kosten entstehen, um nachzuverfolgen, warum ein Fehler aufgetreten ist, wenn es ein Großkunde reklamiert hat, die sind also immens hoch, ohne dass sie dann das Problem abgestellt haben. In dem Fall heißt das, langfristig rechnet sich das natürlich sehr für den Kunde, wenn er feststellt, alle Bauteile, die über so einen Arbeitsplatz gingen, und bei allen Chargen kam es keine einzige Reklamation. Es ist sicherlich auch eine Sache, wo man ein bisschen stolz drauf sein kann. Und was ich immer sage, dass nicht ich den Preis bekommen habe, sondern das ganze Team. Und genauso möchte ich es auch gelebt haben. Und ich hoffe, dass dann dadurch die Mitarbeiter weiterhin motiviert sind, diese Höchstleistung zu bringen. Musik